Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tutorial mit dem RPG Maker XP. Ich habe mir gedacht, komm, haust du mal wieder ein paar Tutorials raus, weil ich mir ja wieder Gedanken gemacht habe, was könnte man so als Tutorial raushauen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen heute ein bisschen Mapping. Ich erkläre euch die drei bzw. die vier Ebenen und ja. Erkläre euch, was ihr dabei so richtig machen sollt und was ihr nicht machen sollt. Und dann erkläre ich euch noch ein paar kleine Sachen nebenbei dazu. Das wird bestimmt nicht nur ein Teil sein, weil bei meinem alten Kanal waren das, glaube ich, auch vier Stück. Aber allerdings war das so der Fall, dass halt damals die Aufnahmen im Arsch waren. So, dann gehen wir erstmal auf ein neues Projekt. Erstellen einfach mal Tutorial Mapping. Speichern das auf dem Desktop. Ach komm schon. Wo ist er? Auf dem Desktop. So, und dann sehen wir schon hier das Teilset. Das kommt euch bestimmt schon bekannt vor. Aber wir wollen jetzt nicht mit mit diesem Teilset arbeiten. Wir fangen erstmal an mit einem kleinen Dorf. Dazu gehen wir rechtsklick auf die Map hier unten, Map Properties oder einfach nur schlicht die Leertaste gedrückt. Hier gehen wir dann auf Forest Town. Da könnt ihr hier Forest Town anklicken. Hier machen wir ein bisschen größer, machen wir mal 25 mal 20. Das ist dann einfach nur 5 Teils erweitert. Es ist nicht sehr viel größer, aber damit lässt sich arbeiten. So, angefangen tun wir erstmal mit dem Boden. Der Boden ist ausschließlich im Layer 1. Es sei denn, ihr macht halt andere Sachen, aber dazu erst später. Das ist dann halt für Fortgeschrittene. Ja, das hier ist das Wasser. Wie man schon sieht, das sind Autoteils. Die Autoteils sind sozusagen das sind normale Teilsets. Also das sind normale Teils. Das heißt, du kannst sie die ganze Zeit setzen und es bleibt bei einem gleichen Teil. Und bei dem Autoteil kannst du wirklich zeichnen. Das heißt, da kommt nicht die ganze Zeit sowas. Sowas. Sondern du kannst gedrückt halten und dann malt es sich. Das heißt, man kann immer mehr Wasser benutzen. So, das gilt hier für die ersten 3, 6, 7 Stück. Links ist der Transparenz-Button, also für Transparenz. Die habe ich mir jetzt mal auf rosa gestellt, weil eigentlich benutzt man diese krasse, intensive rosa Farbe sowieso nie. Das tut dir nämlich auf eine Sekunde auf Options. Normalerweise steht hier Standard, dann drückt er Custom ein, Red und Blue volle Pulle und Green raus und dann drückt er einfach OK und dann habt ihr es so. Und ich finde es eigentlich auch besser. So, mal eben gucken. Das läuft hier hoffentlich. Wobei, da läuft eigentlich, glaube ich, fast gar nichts, weil es extrem leise ist. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass es noch am Ende was bringt. Ja. Ich gucke einfach mal nach und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt müsste es eigentlich besser sein. Es war ziemlich leise. Warte. Es war ziemlich leise am Ende. Ja gut, die Spur ist jetzt immer noch so minimal klein, aber naja, was soll man da machen? So ist das halt. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich das noch ein bisschen lauter kriege, damit ihr das auch richtig versteht. So, wo sind wir stehen geblieben? Erste Ebene für den Boden Autoteils, die 7 Stück. Da habe ich euch auch schon erklärt, wie man die einstellt, wie man möchte. Und das geht nämlich hier auf der Database, auf Tilesets, hier.
bei Autotile Grafik. Da gibt es ja vorinstallierte, zur Not holt man sich welche aus dem Internet. Man darf aber nicht vergessen, die Credits am Ende des Spiels, wenn man fertig ist mit dem Spiel, den Leuten zu geben, denen es gehört. Da reicht eine einfache Creditliste im Ordner des Spieles, oder ihr macht wirklich ein richtiges Credits-Outro wie bei den großen Spielen, und ja, was ich eigentlich auch schöner finde. Da holt man sich ein extra Skript für und dann macht man sich das da, und das ist dann super. So, fangen wir mal an. Ich zeige euch erstmal, wie man sowas nicht macht. Natürlich, so haut man dann einfach so ein Ding rein. Dann, was machen noch typische Fehler? Dann so. So. Schade, die sind gerade nicht da. Ich sehe auch gerade, dass das falsche Tastet ist. Egal. Sehr viel anders ist das andere gar nicht. So, es mag jetzt für jeden erstmal denken, okay, was ist da denn falsch? Tja, da sieht man eigentlich schon ziemlich viel, dass es falsch ist. Es ist zwar nicht schlimm, aber wenn man jetzt Spiele in irgendwelchen Foren zeigt, also so unbedingt zeigen möchte, da wird man nicht weit kommen, denke ich mal, weil die werden dem mehrmals sagen, dass da richtig viele Logikfehler sind. Erstmal, wenn das eine Stadt sein soll, wo zur Hölle wachsen Bäume so symmetrisch, dass die wirklich an der Linie von links nach rechts komplett gerade sind. Dann, es gibt keinen so krass geraden Fluss. Und was macht der Zaun hier? Und das einzelne Haus. Oder der Haufen Busch. Das sind alles Logikfehler. Die sollte man eigentlich vermeiden. Macht nichts, ich erkläre euch jetzt, wie man richtig seinen Anfang genießen kann. So, angefangen mit einem kleinen Fluss. Den zieht man natürlich so hin. Man kann natürlich auch gerade machen, nur man sollte halt ab und zu abschweifen. Ja, komm schon. Man sollte nicht durchgezogen sein, weil kein Fluss ist so krass gerade, dass man wirklich bestimmt. Das kennt man eigentlich von der Natur. Der Rhein zum Beispiel, genau. Der Rhein ist nur gerade, weil die Menschen ihn umgeformt haben. Nicht, weil er von alleine so gerade fließt. Und das ist jetzt mal so ein kleiner Bach oder so. Selbst der ist nicht gerade, weil irgendwie Kanten oder was weiß ich, ja, wie soll ich sagen? Warte mal, ich google das einfach mal live. Da könnt ihr euch nämlich ein kleines Bild machen. Nein. Genau. Hier, da sieht er schon den perfekten. Die perfekte Sache. Der ist auch nicht gerade, hier sind auch ständig überall Felsen. Ja gut, wir haben jetzt gerade ein bisschen Landmasse, aber das kann man ja noch ändern. Man sieht, der ist auch nicht gerade. Von daher ist das hier schon richtig. Das sieht naturell aus und da könnte keiner rummeckern. Man könnte sich jetzt zum Beispiel noch ein Autoteil von Wasser holen, was gerade ist. Es gibt ja Runde, es gibt ja Leute, die das Ding rund gemacht haben, dass es nicht eckig ist. Aber mir ist es eigentlich egal.